Hallo und willkommen bei AlgebraBa. In diesem Video schauen wir uns einmal an, wie wir die Steigung einer Geraden rechnerisch bestimmen können. Bevor wir dazu nun kommen, gucken wir uns jetzt einfach mal nochmal kurz an, wie wir das bisher grafisch in einem Koordinatensystem gemacht haben. Wir haben hier eine Gerade und würden gern ihre Steigung bestimmen. Dafür haben wir uns immer Punkte ausgesucht, zwei Stück, die wir möglichst gut ablesen können. Hier nehmen wir jetzt einfach mal den Koordinatenursprung a gleich 0, 0 und dann noch den Punkt b ist gleich 4, 2. Dann haben wir das Steigungsdreieck eingezeichnet, die Hypotenuse, die liegt auf der Geraden und dann haben wir noch die Differenz zwischen den Punkten a und b in ihrer Höhe und Breite. Das heißt, hier haben wir den Abstand in der Höhe und hier in der Breite. Um jetzt die Steigung dieser Geraden zu finden, haben wir gesagt, okay, die Steigung m ist einfach nur der Quotient aus der Differenz der Punkte in ihrer Höhe und in ihrer Breite. Das heißt, der Abstand in y und der Abstand in x. Also letztlich die Frage, wie hoch bin ich gekommen, gemessen an der Breite, die ich gelaufen bin. Wenn der Abstand in y negativ sein sollte, also gerade fällt, dann kriegt man da eben was Negatives raus. Gut, in unserem Fall hier sind wir jetzt 2 hochgekommen, von eben 0 zu 2, und wir sind von 0 zu 4 gekommen in der Breite. Also haben wir hier 2 durch 4, beziehungsweise 1/2 als Steigung. Gut, aber wenn wir uns jetzt mal genau anschauen, was wir hier eigentlich getan haben, letztlich ist das, was wir hier gebraucht haben für unser Ergebnis, eigentlich komplett in diesen Punkten enthalten. Warum ist das so? Stellen wir uns vor, jemand anderes hätte diese Gerade und dieses Koordinatensystem gesehen. Wir haben es jetzt noch im Hinterkopf, aber diese Person sagt uns nur die Punkte und sagt, ja, ich habe eine Gerade gesehen, die geht durch 0, 0 und durch den Punkt 4, 2. Könntest du mir die Steigung von dieser Geraden sagen? Wir wissen, ah ja, genau, das ist ja einfach nur die Differenz in der Höhe geteilt durch die Differenz in der Breite. Und wie kommen wir dorthin? Ja, wir nehmen einfach den Unterschied dieser beiden Punkte. Aber wie kriegen wir den Unterschied? Na, indem wir einfach die Koordinaten subtrahieren. Das heißt, wir rechnen by minus ay. Das ist der Unterschied, den die beiden Punkte in ihrer y-Koordinate haben. Und das teilen wir dann durch bx minus ax, also den Unterschied der beiden Punkte, den diese in der x-Koordinate haben. Das setzen wir jetzt einmal ein. By ist gerade 2, ay ist 0, bx ist 4 und ax ist 0. Das heißt, wir bekommen auch hier unsere 2 Viertel bzw. 1/2. Das heißt, wir können hier tatsächlich ohne jetzt, natürlich wir hatten noch den Graphen im Hinterkopf, aber wir konnten die Steigung im Grunde genommen nur aus den Punkten bestimmen. Also wir haben hier unser m und das können wir quasi direkt durch diese Steigungsformel, wie sie auch genannt wird, ermitteln. Zwei Dinge sind hier jetzt noch sehr wichtig. Zum einen, dass man sich bei den Punkten Klarheit verschafft, dass wir immer den gleichen Punkt nehmen, von dem wir abziehen. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, dass wir b als erstes nehmen, dann müssen wir by und bx jeweils als erstes nehmen. Wir dürfen allerdings auch tauschen. Das heißt, wir können schreiben, m ist gleich by minus ay ist das gleiche wie, also durch bx minus ax ist das gleiche wie ay minus by geteilt durch ax minus bx.
Dass das richtig ist, können wir uns auch einfach ganz kurz noch anschauen. Wir kriegen hier ay ist ja 0, dann by war 2, das heißt minus 2, dann haben wir ax ist auch 0 und bx ist 4, also minus 4. Das heißt, wir kriegen hier jetzt minus 2 durch minus 4. Wir können mit minus 1 kürzen und dann haben wir schon unsere 2 Viertel, die aber auch 1/2 sind. Das heißt, das Vertauschen der beiden Punkte ist in Ordnung. Das heißt, ihr müsst euch nicht mal Gedanken darüber machen, welcher liegt jetzt weiter rechts, sondern zwei Punkte einfach einsetzen und fertig. Aber wichtig ist halt, dass immer ein Punkt vorne steht. Das heißt, so ein Mischen, wie jetzt zum Beispiel einfach mal zu sagen, okay, by minus ay durch dann eben ax minus by, das ergibt nicht die Steigung und das darf man dann nicht machen. Aber welcher Punkt vorne ist, solange da beim Nenner und beim Zähler gleich bleibt, macht dann keinen Unterschied mehr. Gut, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Könnt gerne ein Like da lassen oder auch den Kanal abonnieren für weitere Videos. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Erfolg beim Lernen. Macht's gut, bis dann. Ciao.